Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Willkommen zu FIFA 20 Mobile. Jawohl, gegessen habe ich schon angedeutet. Heute werde ich es durchführen, Leute. Ich werde heute meine ganzen Spieler verkaufen, die ich nicht brauche. Und das sind einige. Das sind nicht nur die Spieler, die ich... Ich kann ja hier sogar den Gomez noch verkaufen. Ich kann die Lorenzo verkaufen. Ich kann eigentlich alles verkaufen. Eigentlich kann ich diese Serie A-Mannschaft verkaufen, weil ich brauche die Serie A-Mannschaft ja nicht mehr. Ich bin ja hier bei Real Madrid bei der Zidane Challenge. Deswegen kann ich hier diese Mannschaft rein theoretisch, wenn ich jetzt hier auf Aufstellungen gehe, zack, kann ich die einfach easy peasy löschen. Und dann habe ich diese Spieler, weil das steht auch manchmal unten in den Kommentaren, wieso kann ich den und den Spieler nicht verkaufen. Dann guckt euch einfach mal in eure Aufstellungen. Vielleicht ist da der Spieler, den ihr verkaufen wollt, in der Aufstellung 2. Und deswegen ist der gar nicht sichtbar in eurem Transfermarkt, sage ich mal, oder in eurem Verein, um den zu verkaufen. Das ist ein sehr, sehr, ist ein Fehler, der oft gemacht wird, sage ich mal, ne? Genau. Beispielsweise, wenn ich jetzt hier mein Toni Kroos verkaufen wollen würde, muss ich Toni Kroos erst hier rausnehmen. Dann ist er auch sichtbar für mich. Genau. Wir können erstmal hier auf den Transfermarkt gehen oder hier in den Markt. Der Markt ist nicht verfügbar. Bitte versuche es später erneut. So, einen Tag später, da sind wir hier. Da sind wir dabei. Ja, ist wie war. So Leute, heute ist der letzte Tag des Team of the Years. Ich finde, wir haben durch das Totti so profitiert, sage ich mal. Wir haben so geile Spieler bekommen, wir haben unser Team so heftig verbessert, aber ich muss trotzdem dazu sagen, ich fand das Totti-Event letztes Jahr, obwohl letztes Jahr nicht unbedingt besser, aber vorletztes Jahr war es deutlich, deutlich besser. So, wir gehen hier nochmal rein, Leute. Wir gehen hier nochmal rein. Ich zock die letzten Skillspiele und dann gucken wir mal, was ich mit den ganzen Punkten anfangen kann. Sicherlich muss ich hier und da, ich kaufe mir vielleicht doch nochmal ein, zwei Packs, weil ich habe 53 Stürmerpunkte und ich wollte ja eigentlich noch Neymar holen. Und Neymar kostet mehr als 53 Pünktchen. Aber jetzt mache ich erstmal die Skillspiele hier fertig. Und dann schauen wir mal, was ich damit anfangen kann. Mit 60 Punkten kann ich mir ja nicht mal die Angreifer-Boosts holen. Und ich brauche hier nochmal 80 dann für Neymar. Das heißt, 150 insgesamt brauche ich. Bedeutet, mir fehlen 90 Punkte. Wie teuer sind 90 Punkte im Shop? Ich muss mal ganz kurz nachschnürkern. Weil zu viel wollte ich heute natürlich nicht ausgeben. Ich wollte jetzt hier keine 100 Euro ausgeben. Eigentlich wollte ich auch keine 20 Euro ausgeben oder so. Gucken wir mal trotzdem rein hier. Totti Motti. Ah, jetzt, das habe ich ja jeden Tag vergessen. Nein, oder? Alter, ich bin so doof, ne? Ich bin so doof. Ich glaube, ich habe nicht mal 7 Punkte. Alter. Mann. Leute, ich habe nie täglich in den Shop reingeguckt. Und ich habe 6. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? So, easy peasy, Leute. Easy peasy, 24 Angreifer-Boosts. Einmal gönnen. Das, was ihr eben gesehen habt, vergessen wir ganz schnell, ja? Leute, das darf auch nicht unten in den Kommentaren stehen. So, ab geht's. Skill-Boost und dann jetzt hier nochmal ein Zumba-Nehmer. Ich hoffe, ich kriege den glänzenden, weil der ist natürlich logischerweise nochmal ein bisschen mehr wert. Und es ist der normale. Ah, es ist der normale. Wie viele Dinge habe ich jetzt hier vorne eigentlich? Jetzt habe ich hier vorne 80. Normalerweise müsste ich... Alter, jetzt fehlen 20 Punkte. Kriege ich nochmal irgendwie schnell auf Krampf? Nee, das macht keinen Sinn. Das macht hier... Okay, auch keinen Sinn. Hier hinten kriege ich ja auch keine Punkte mehr. Ach Mann, ey, was soll denn das jetzt hier schon wieder? Das geht doch nicht. Das kann auch nicht mit EA mit mir machen hier. Aber genau das möchte EA, Leute, ne? Jetzt denkt man sich, Alter, die 20 Punkte, komm, gebe ich mal nochmal aus. Aber ein Sadio Mané wäre halt schon lecker. Der kostet zwar nicht viel, aber wenn ich jetzt schon 80 Punkte rumliegen habe, ne? Ach, da kosten 10. Das ist natürlich... Ach, Mann, was... Ich kann nichts mit den Punkten machen. Egal, Leute, dann lasse ich sie jetzt rumliegen. Es tut zwar ein bisschen weh, aber ich möchte jetzt nicht nochmal echt Geld ausgeben. Ja... Dann hole ich mir halt Mané so früher oder später sowieso halt in mein Team rein. Mit über halt über den Münzenweg, ne? Gibt's eigentlich, ist der Shop eigentlich wieder da? Oh, der Shop ist da. Der Shop ist da, das heißt, wir könnten uns morgen endlich mal um ein paar Verkäufe kümmern. Aber worum wir uns jetzt kümmern, ist noch das Mond-Neues-Event. Also Totti-Event ist für mich jetzt erstmal
abgeschlossen. Abgeschlossen. So, blockiertes Netz. Die Skillspiele können wir ja mal kurz gemeinsam daddeln. Zack, zack. Wer schießt hier? Forsberg ist es, ne? Ist das Emil Forsberg? Übrigens, wenn ihr diese 20 Uhr Folge gerade seht, dann bin ich gerade so nervös, weil, ihr wisst es, Freitagsspiel, Bundesliga, Hertha gegen Schalke, eieieiei, das wird ein Spiel. Ich freue mich drauf. In den letzten Tagen steht der Hertha sowas von in den Medien, durch die Transfers, die sie getätigt haben. Also wer hat damit gerechnet, dass jemals so ein Spieler wie ein Piatek oder, ja, Piatek, der einfach heftig ist. Jetzt heißt es aber, jetzt muss er noch seine Klasse, seine Leistung auf dem Platz zeigen, auf dem Platz bringen. Ich hoffe, er, wenn er spielt, ich weiß es noch nicht, aktuell zum jetzigen Zeitpunkt, ich kann ja mal nebenbei aufmachen. Es ist gerade 19 Uhr, also heute wird es auch richtig klappt, dass die Folge über pünktlich kommt hier. So ein Ding ist das. Ich will aber kurz mal gucken, ob es vielleicht schon feststeht. Die Formationen. Auf jeden Fall, wenn ihr um 20 Uhr reinguckt und wenn ihr um 20 Uhr selbst googelt, dann steht es auf jeden Fall fest. Aber mal gucken. Ah, was ich hier auf jeden Fall sehe, Nübel kehrt zurück ins Schalker Törchen. Also Nübel ist zurück. Zack, und dann machen wir hier das nächste Skillspilli-Willi und bam, Aufstellung nochmal kurz parallel hier gegoogelt. Und dann können wir auch nochmal ein paar rote Umschläge öffnen, je nachdem, was halt da feststeht, ne? So. Da haben wir doch die Aufstellung. Da haben wir doch die Aufstellung. Okay, Leute, er ist nicht in der Startaufstellung, aber er ist im Kader, er sitzt auf der Bank. Ich gehe ganz stark davon aus, dass Jürgen Klinsmann safe so in der 60. Piatek einwechseln wird. Gehe ich ganz, ganz stark davon aus. Mal gucken, ob meine Prognose, sage ich mal, hier recht haben wird. Das werden wir aber erst morgen miteinander diskutieren. Ganz genau. So, Skillspiele sind durch beim Mondneujahrs-Event. Zwei rote Umschläge. Ich habe noch gar keine rote Umschläge geöffnet, Leute. Ich habe noch nix, noch null, noch nix, 0,nix geöffnet. Mal gucken, welche Belohnungen jetzt hier heute am Start sind. Oder EA kickt uns jetzt einfach mal raus. So kann man es natürlich auch machen. Vielen Dank dafür, EA, nicht. Und jetzt habe ich Blackscreen. Nein, jetzt kommt der Ball in der Mitte, der Ball in der Mitte, der Ball in der Mitte. Leute, ich habe keine Ahnung, was hier schon wieder los ist. Ich glaube, EA, FIFA Mobile ist schon wieder down. Manometer, Leute. Manometer, Manometer. Ich würde sagen, ich beende jetzt die Folge an dieser Stelle. Es tut mir leid. EA zieht uns hier einen Strich unter die Rechnung, sagt man das so. Mann, das ärgert mich wirklich, weil ich halt auf jeden Fall auch noch Versus Angriff spielen wollte. Kann ich aber heute leider nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass morgen FIFA Mobile wieder ganz normal funktioniert. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Start ins Wochenende und Tschüssikowski.